So, jetzt quatscht er plötzlich Englisch, sagt ihr. Na gut, jetzt quatsche ich natürlich wieder Deutsch. Ich quatsche also wieder Deutsch. Habe sehr nette Amerikaner kennengelernt, die einen großen Garten haben. Und in diesem großen Garten haben die 1:1 Star Wars Vehicles stehen. Ja, 1:1, die sitzen da selber drin und so. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Sie möchten halt den Sternen etwas näher sein und ich fand die Idee gut, also haben wir dann ein bisschen uns unterhalten. Und daraufhin kam dann natürlich sowas, dass ich das in Englisch machen musste. Ich muss gar nichts, aber ich habe es gern gemacht. Ich habe denen nur erklärt, dass ich halt in meinem Geschäft sitze und dass die Star Wars Einheiten dort eine Dekoration darstellen und diese Dekoration natürlich auch gewählt wurde, um so eine Sendung zu machen. Dass die Sendung jetzt nicht so der Hit wird, ist klar, weil ich mich nicht darum bemüht habe, dass dieses ein Hit wird. Weil ich sehe das ganz anders. Ich sehe das nach Berners-Lee, Sir Thomas Berners-Lee, weil der das erfunden 1989 und 1995 nach der CeBIT freigegeben hat für die Welt. Da er am 12.03. gesagt hat, das kann es nicht sein, dieses Internetmonster, das müssen wir mal killen, will ich hoffen, dass er das macht, dass das ein neues World Wide Web geben wird, habe ich euch aber mehr als einmal erklärt unter Solid. Wer googelt und Solid, ich habe auch schon hier den allerneuesten Google drauf und wenn ich gucken, wie der heißt. Wie heißt der? Canary, genau. Google Canary ist hier drauf, der Chrome und der wird erst, glaube ich, im Juni, Juli scharf geschaltet. Also der hat schon einige Feedbacks hier. Ich kann also auch Hintergründe hier schon basteln. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Also lauffähig soll er richtig gut im Juni, Juli sein. Im Moment gibt es ja, glaube ich, Chrome 73, der da ein bisschen stabiler ist und der also 60 Bugs, also 60 Fehler in Chrome da wieder ausgeräumt hat. Da bin ich an sich beim Kern des Themas. Über Star Wars zu sinnen, ist klar, mit euch muss nicht unbedingt sein, weil ihr da jetzt anders unterwegs seid mit Star Wars wie meiner einer. Also wie gesagt, Amerikaner und Engländer und Österreicher, mit denen habe ich sehr viel Spaß zwischendurch. Und philosophiere auch einigermaßen mit ihnen. So, worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich möchte jetzt hinaus, dass, wie gesagt, es könnte sein, dass Johnson wirklich dann einen Split gemacht hat, dass er da einiges kaputt gemacht hat. Wir werden aber in 9 Monaten sehen. In 9 Monaten, also am 19. Dezember, werden wir sehen, dass es vielleicht nicht so ist, dass wir das mit dem Hass zu Ende geht oder so. Müssen wir mal schauen. So, wie gesagt, Artikel 13 zum Beispiel ist ein Riesenhype geworden. Man kann jetzt richtig Geld damit verdienen, das haben die gemerkt. Und deswegen sind die nur noch mit dem Thema unterwegs. Denn jeder, der mit einem guten Computer umgehen kann, sollte wissen, dass es noch keine intelligenten Computer gibt, die da wirklich alles erkennen. So, diese Kamera erkennt mich, die hat mich immer im Fokus und schaltet mich auch immer scharf. Aber so eine Art Erkennung ist da drin, Gesichtserkennung. Und wie gesagt, die Kamera schaltet scharf und hat mich dann im Fokus. Und so ungefähr soll ja auch Artikel 13 funktionieren, dass die künstliche Intelligenz erkennt, welche Musik, welche Sprache, welches Zitat. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Ich werde mich nicht mehr um Artikel 13 kümmern. Ich werde mich auch nicht um irgendwelche Politik kümmern, weil Sir Berners-Lee hat es deutlich gesagt, Internetmonster hat er erschaffen und dieses Internetmonster gilt es zu terminieren. Und da hat er recht. Das Internetmonster macht vieles kaputt, da ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe. Ich habe auch vorhin gezeigt, dass Brüder und Geschwister hier waren von Stars. Hatte ich ja vorhin hochgeholten für den amerikanischen Raum, weil die kennen ihn genau. Ist halt so, irgendein Bruder oder Schwester ist hier und ich mache für die dann deren Sachen. Ich habe heute sehr viele Fotos wieder machen müssen. Ist halt so, ist mein Beruf als Fotograf und Filmemacher und Filmautor, dass ich das mache. Nur selbst machen, meine lieben Freunde, wenn ich jetzt irgendwas selbst machen sollte, kostet ein horrendes Geld. Ich habe mit vielen Actern zu tun, mit vielen Schauspielern. Elke zum Beispiel, der ist mehr in Russland tätig. Jetzt hatte ich das auszusehen runtergefahren, sehe ich gerade. Muss man in Kongo wieder reinfahren kann. Ja, kann wieder reinfahren. So, wie gesagt, Wölke heißt er.
Wölken. So, dann habe ich einen in der Uckermark, der Klaus W. Schafe, der halt wunderschöne Sachen macht, aber Uckermark, wisst ihr, wo weit das weg ist von hier? Ja, mal eben hier vorbeikommen, um hier alles zu verschönern. Muss nicht sein. So, wir sind alle ein bisschen verbunden durch Star Wars. Ich nenne euch Star Wars Freunde. Ich habe natürlich sehr oft die eigene Gruppe habe ich sehr oft verändert, das ist richtig. Und es gibt tausende von Gruppen, Millionen von Gruppen, sage ich jetzt mal. Es gibt 2 Milliarden Websites, um da alles zu machen. Ich meine, wir sind 900, reicht mir an sich. Punkt 900 sind wir hier in der Gruppe und ich bin sehr stolz drauf, dass ich gestern die 100. Tüte sozusagen erhalten habe, dass ich meinen Falken bauen kann von De Augustini. Andere haben den ja schon längst gebaut, die haben den sofort gekauft. Andere haben da Zeitrafferaufnahmen gemacht und haben gezeigt, wie sie den zusammengesetzt haben. Grüße, hallo. So, da hat man sogar noch einen Brummton hier. Das sind also die Werkclips, wo ich hier am Arbeiten bin, in meiner Dekoration von Star Wars sitz und in die Kamera spreche. Und ist natürlich, wie gesagt, jetzt nicht so ein Hit, weil ich nicht mehr so jung bin. Und ich hatte auch nicht vor, für junge Leute Videos zu machen. Da habt ihr eure Stars bei YouTube zwischen 15 und 35. Ich hatte mir so gedacht, mach mal Clips für 50- bis 80-Jährige, die auch mit Star Wars groß geworden sind. Das Gebrumse da oben, da muss ich leider durch. Keine Ahnung, warum die da rumbrumsen den ganzen Tag. Aber ist halt so, wenn man arbeitet und wenn zwischendurch die Künstler oder auch normale Bürger hier reinkommen und ihre Sachen machen müssen, beziehungsweise ich für sie die machen muss. Es ist nochmal so, viele Kunden, die mich kennen, und viele Kunden, die hier waren, wissen, dass das alles echt ist. Nun haben wir hier nicht die Klientel, die ihr vielleicht habt. Wir haben hier nun mal keine Players. Wir haben hier keine, also wie gesagt, Cosplayers haben wir auch nicht. Wir haben hier keine, die sehr euphorisch wären mit Star Wars. Nein, haben wir auch nicht. Wir haben hin und wieder mal Kunden hier, die dann sagen, wow, wenn der und der und der hier wären, oje, oje, oje. Wir haben natürlich auch sehr viele Kunden, die natürlich Sachen kaufen, um jemanden, der wirklich ein Star Wars Fan ist, zu beglückwünschen und so weiter. Da muss man natürlich hinhören, was hat der denn schon zum Beispiel. Hallo. So, ich sitze in einem sehr sonnigen Tag hier am 19.03.2019. In 9 Monaten ist Star Wars E9. Im April werden wir wissen den Arbeitstitel von Star Wars. Ich frage mich gerade, wieso seid ihr eigentlich Fans von Star Wars? Und wie gesagt, an sich für die Ollis ab 50, 60, 70, 80 aufwärts, aber die schauen ja kaum YouTube. Ich meine, ich finde es super, dass ich heute einen Bruder von einem sehr berühmten Actor hier hatte. Ich musste seine Sachen da bearbeiten und deswegen kam er dann im Plausch und hatte dann halt auch vorhin hochgehalten, worum es sich da gehandelt hat, welcher Schauspieler das war. Natürlich für den englischen, amerikanischen Raum, weil die kennen den eher wie wir hier vor Ort. Also ich bin leider, also ich sitze hier in meiner Dekoration Star Wars, weil ich diese Idee hatte mit Star Wars. Und ich hatte mir jetzt nicht da einen Kopf drum gemacht, um daraus eine Sendung zu machen, um Zuschauer zu bekommen, Follows oder Klicks. Mir macht es halt viel Spaß und hier in der Dekoration Star Wars, weil das halt eine Erinnerung ist an alten Zeiten. 1979, ich habe ja auch, glaube ich, noch uralte Sachen hier. Ja, habe ich. Ich habe hier noch so richtig alt, ihr könnt sehen, dass ich da sehr viel gesehen habe früher auf VHS. Ich habe also, wie gesagt, das Original noch, Krieg der Sterne und das alles, ja. Und ist auch sehr vergriffen. Ich meine, VHS interessiert keinen, dann hatte ich natürlich auch die goldene und die silberne. Die silberne hatte ich aber dann jemandem geschenkt, weil er auch ein Star Wars Fan war. Und die THX-Version, extra eine THX-Anlage damals besorgt mit neuen Boxen. Es hat ziemlich geruppelt.
Wenn ich den Film gesehen, musste ich sehr leise stellen, weil der Nachbar flippte aus. So wie das Gebrumse hier. Ich flippe aber dabei nicht aus. Mich ist es egal. Hier ist die Arbeitsstätte, hier wird gearbeitet. Und ich lasse euch halt ein bisschen live miterleben. Und kommt ein Kunde rein, mache ich dann Cut. Also heute hatte ich viel Spaß, muss ich sagen. Kann auch am Wetter liegen, weil Sonnenschein, 19.03.2019. Und ja, ich hatte auch, wie gesagt, diesen Kalender wieder hochgehalten, den ich hier habe. Noch einmal, das ist eine Dekoration. Ich bin da so auf eine Art doch im Fachgeschäft, so habe ich das ja auch deklariert, steuerrechtlich. Und stelle aber leider fest, dass die Jugend von heute Fachgeschäfte nicht mehr kennen und kein Interesse mehr haben, die halt im Monster-Internet unterwegs sind. Und das Monster-Internet will Sir Tim Berners-Lee ändern im Mai. Lass uns mal überraschen. Also es ist sehr viel Umbruch im Jahre 2019. Auf der einen Seite sind wirklich sehr viele Hasser unterwegs, auf der anderen Seite sind sehr viele, die Verständnis haben für Krieg der Sterne und Star Wars. Und meiner einer mittendrin. Welcome to Story for Ollies, Star Wars for Ollies. Das ist eine Idee, die ich machen werde und auch weiterhin machen werde. Und ich habe sehr viel Spaß mit den Amerikanern, die halt ein bisschen mehr ausgeben, auch ein bisschen mehr haben. Ich habe mir die Bilder angesehen, was da in dem Garten steht und auch habe ich mir angesehen, sehen, was die so in ihren Häusern haben. Ich habe hier auch gerade jemanden, der mir Madame Tussaud zeigt. Ich glaube nicht, dass sie bei Madame Tussaud ist. In Hamburg ist sie. Sie ist in Hamburg und ist da in irgendeinem Museum, wo so Art Wachsfiguren stehen, weil überall gibt es ja mittlerweile Wachsfigurenkabinetts. Wo sie genau ist, weiß ich nicht. Hier ist gerade Hollywood als Wachsfiguren. Ja, ist in Hamburg. Wer sich auskennt, in Hamburg gibt es ein Wachsfigurenkabinett. Und da ist die jetzt gerade und zeigt halt da einige Sachen. Ich war noch nicht da, ich hatte noch keine Zeit, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Hat nichts mit Star Wars zu tun, sind andere Figuren, sind aber weltberühmte Figuren. Elvis ist dabei im Wachsfigurenkabinett in Hamburg. Ich hoffe, das Gesumse da oben, das Gebrumse, weil es eine Dolby 5.1 Anlagenkamera, die also Dolby 5.10 hier aufzeichnet. Kann sein, dass das Gebrumse da, dass ihr das hört, das Gepiepse zwischendurch. Jetzt wurde das Gebrumse gerade wieder unterbrochen. Kann sein, dass die da eine Wohnung renovieren oder was. Ich hätte also, wie gesagt, Lust und Laune. Darum habe ich das auch gemacht, solche Videoclips. Ich habe mir vieles dabei gedacht und habe auch viel Resonanz bekommen. Um zu zeigen, schaut das Monster Internet. Das Monster Internet verbindet halt nicht. Das ist ein Irrglaube. Da wird nur Geld irgendwie und man versucht auch die Gelder anderen Leuten abzunehmen. Ich werde auch gleich hier wieder meinen Account ändern. Ich habe ja, wie gesagt, der allerneueste Chrome da drauf. Das nennt sich Version 75, Canary. Und da muss man halt ändern. Das mache ich jetzt auch. Die alten Chromes von Google, die habt ihr ja vielleicht habt ihr auch schon der neue 73. Also ich habe hier durch Zufall bekommen 75 Canary und ist an sich sehr gut. Muss man alles eingeben, ist klar, ist allerneueste, ist erst im Mai oder im Juni wird das abgedatet. Und wie gesagt, ich setze das da gleich ein, kann ich auch jetzt eben machen. Ja. Und mal gucken hier. So, dann bin ich wieder bei der Family in Amerika und kann wieder, ja, er hat mir auch eine E-Mail geschickt, sehe ich gerade. Ich versuche halt einige in Englisch zu machen und auch zu erklären, was ich hier mache in Deutschland. So richtig Fan, also ich bin kein Fan, ich war noch nie Fan. Ich arbeite und wenn ich arbeite, sieht die Welt anders aus. Wenn man involviert ist, wenn man also da irgendwas machen muss für die, um damit auch Geld zu bekommen. So, das ist der Mark Dolan. Der Mark Dolan, yeah. Der hat natürlich mir wieder tolle Bilder geschickt, die ich auch nicht zeigen werde, sondern ich werde sie mir selber ansehen. Und ja,
Der Mark Dolan hat halt dasselbe, was ich auch habe. Nur habe ich es natürlich verkauft, habe ich ja jemandem gegeben. Daraufhin habe ich ja De Agostini dann erweitert. Also ich habe einen Tausch gemacht. Ich habe also den großen Disney R2D2, der sprachgesteuert, den habe ich dann im Wert getauscht gegen De Agostini, den Falken. Und den habe ich ja jetzt, wie gesagt, alle bekommen, alle Tüten, alle 100 Tüten habe ich jetzt bekommen. Und dann werde ich den bauen. Und dann werde ich ihn ausstellen. Vielleicht zeige ich auch, wie ich ihn baue. Ich werde euch vielleicht auch zeigen, dass ich da die 100 Tüten habe. Ob das interessant ist für euch, weiß ich nicht. Weil ich finde mich einfach nicht so wichtig. Ich mache das halt gerne für mich, weil ich Spaß habe. Ich teste dann die Kamera, ich teste das Licht, ich teste den Schnitt und stelle dann halt fest, dass beim Konvertieren halt doch was passiert ist. Das sagt ihr mir ja dann, das schreibt ihr ja auch drunter. Ja. Okay, ich werde ihn jetzt beantworten, sein Bild, Mark Dolan. Und ich finde das super, dass er, wie gesagt, ich finde es super, dass ich mit ihm korrespondieren kann. Ja, ich mache also hin und wieder deutsche Clips. Und dann werde ich aber mehr jetzt englische Clips machen für den englischsprachigen Raum, für Mexiko und den Staaten und England. Das Gebrumse da oben, wie gesagt, will ich euch jetzt auch nicht weiterhin zu Gemüte führen und das Gepipse da auch nicht. Und darum mache ich jetzt Cut. Ich bedanke mich dennoch, dass ihr kritisch unterwegs seid. Ich bedanke mich dennoch, dass ihr da überhaupt irgendwie etwas auf den Weg bringt. Und ich bedanke mich natürlich auch total recht herzlich, dass ihr überhaupt schaut. Weil dieses hier ist only for oldies und nicht für Deutsche gedacht. Also es ist schon für Deutsche gedacht, aber ab 50, 60, 70, 80 aufwärts. Aber die schauen ja immer noch kein YouTube. Die haben ja immer noch nicht. Ich habe ja sehr viele Ältere hier. Und ihr fragt auch, warum keiner mitmacht und so weiter, weil sehr viele da sind, aber dahinter, also sie wollen nicht vor die Kamera. Ich habe also das große Vergnügen, beruflich es machen zu dürfen. Das Berufliche darf ich aber nicht zeigen. Und wenn ich selber was gerne hätte wollen, muss ich sehr tief in die Tasche greifen. Und da ihr ja, wie gesagt, nicht so gewillt seid, Älteren zuzuschauen, sondern nur Jüngere, müsste ich also Jüngere organisieren, die dann vor laufender Kamera und ich in Regiearbeit, die dann vermarkten würde. Möchte ich jetzt aber auch nicht, weil ich verdiene damit kein Geld mit YouTube, sondern ich verdiene real mein Geld. Auch mit der Dekoration von Star Wars verdiene ich zwischenzeitlich mein Geld. Und diesbezüglich sage ich es noch einmal, das ist nur Spaß, Fun, und wer das nicht versteht, hat sowieso vieles nicht verstanden. So, jetzt beantworte ich Ihnen das und ich bedanke mich für das Bild und wie gesagt, ist ein ganz großer Fan, ja. Der hat, wie gesagt, einen Wahnsinnsgarten da und was ich da gesehen habe an Vehikeln, also spitzenmäßig, sowas habe ich hier in Deutschland auch noch nicht gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es hier in Deutschland irgendeinen Fan gibt, der da 1:1 Maschinerien hat in seinem Garten oder in seiner Wohnung. Das glaube ich wohl nicht. Egal, ich werde wohl wieder ein Special-Video machen für ihn. In Englisch könnt ihr euch ja dann auch wieder anschauen. Alles, was in Englisch ist, geht nach Amerika zu einem Fanblog, der sich Family nennt. Und ich versuche dann ihm zu erklären, wer ich bin, was ich mache und wie ich hier in Deutschland lebe. Und das natürlich in Englisch. Vielleicht mache ich da auch andere Sachen, aber wie gesagt, Star Wars hier in Deutschland ist nicht so angesagt wie in den Staaten oder hier wie in England. Und deswegen, ne, also bedanke mich dennoch, dass er zugeschaut hat. Wisst ihr Bescheid? Okay. Da ich natürlich überwiegend nur mit dem amerikanischen und englischen Raum mit Star Wars zu tun habe und mit Walt Disney persönlich auch, ist es natürlich klar, dass wir vielleicht im April Leia Organa Solo Mara Yush von Darth Vader, also die Tochter von Darth Vader, etwas mit zu tun haben. Ne? Sie flog ja wie Mary Poppins da durch das Weltall. Ob sie wird ja sicherlich auch in 2019 so erscheinen, weil anders wird sie ja wohl nicht erscheinen. Man weiß natürlich nicht, welche Archivbilder, darum geht es jetzt, welche Archivbilder da übrig geblieben waren und was die da irgendwie gedreht hatten, um es dann doch zu nutzen, halt jetzt. Wie gesagt, ich unterhalte mich mit den Amerikanern, mit den echten amerikanischen Fans und ich unterhalte mich natürlich auch mit echten Leuten vom Set, denn dort arbeiten auch viele. So, und die zeigen natürlich sehr viele Bilder, die ich nicht zeige,
Sonst haben wir ja wieder Ärger. Ich werde euch im Dunkeln lassen. Ich schaue sie mir an. Wenn ihr mal hier vorbeikommen solltet, mache ich gerne von so einem auf und dann könnt ihr gucken, hier vor Ort. Ich werde also nichts veröffentlichen, werde ziemlich ruhig sein. Ich kann euch nur sagen, ich habe viele Bilder gesichtet vom Set, wie die da am Arbeiten waren, weil es gibt ja halt auch Set-Leute, die halt Handyfotos und so weiter machen. In Amerika werden die Bilder halt rumgereicht. Hier im europäischen Raum bzw. Deutschland kamen sie ja, glaube ich, nicht an. Ich werde jetzt den Teufel tun, jetzt hier irgendwelche Bilder aus meiner E-Mail zu veröffentlichen. Ich kann aber nur sagen, dass ich sehr viele E-Mail-Sachen bekomme und auch von anderen, auch hier Star Trek, die neue Sache Discovery und auch andere Bilder. Und jetzt darf ich wieder unterbrechen. Hallo! Okay. So, ich gehe davon aus, dass wir im April 2019 wir sicherlich mehr wissen über Star Wars, Arbeitstitel und so weiter. Im amerikanischen Bereich kriegt man ja sehr viel mit, weil in Amerika wird nun mal gedreht. Ob jetzt hier in England gedreht wurde, weiß man auch nicht. Man weiß ja gar nichts im Moment über E9. Man weiß halt nur, dass Archivsachen für Leia genommen wurden und andere Sachen. Und dass C-3PO vielleicht auch eine gewisse und R2-D2 auch eine Abschiedsgeschichte. Also es wird eine Abschiedsgeschichte für uns, The First Generation. Und ja, wir, die halt mit Skywalker groß geworden sind. Also wir werden Abschied nehmen. Wie stark man Abschied nimmt, jeder muss das dann selber in 9 Monaten eruieren für sich selber. Wie gesagt, ich hoffe, dass Disney Plus, ich hoffe, dass die neuen Serien Spaß machen. Ich hoffe, dass wir uns darüber unterhalten können. Als Händler, wie gesagt, ist das hier für mich ja nur Dekoration. Und wenn einer vorbeikommt, diese Sachen dann kauft, meistens wurden ja die Schnäppchen gekauft, die in Wirklichkeit auf eine Art irgendwie wertvoll für Sammler waren. Ich als Händler weiß das nicht, ob das wertvoll ist oder nicht, ob irgendeine Figur da wertvoll ist oder nicht. Das entscheiden ja die Sammler, die das unbedingt sammeln wollen und das dann auch kaufen. So, ich habe wie gesagt sehr viel im Moment mit den Amerikanern und mit Briten, also Engländern, die halt und Mexikanern, die halt sehr große Teams haben, besonders auch in Mexiko, auch in Frankreich, an der Normandie gibt es auch welche, die da also reichlich mit Star Wars zu tun haben. Hier vor Ort ist halt nicht so viel Interesse, hier interessiert sich kaum einer für Star Wars. Und die Sache, die ich davor hatte, ja, ich werde halt immer informiert von irgendwoher und okay. Also wie gesagt, das ist das Schöne daran, wenn man arbeitet, die Kamera laufen lässt, ne? Ja, also wie gesagt, ich bin hier immer involviert, bekomme das immer so mit. So ein kleines Smalltalk, wie gesagt, ihr dürft natürlich jederzeit vorbeikommen. Ich habe also World of Wargames, ich habe verschiedene Sammler, verschiedene, wie gesagt, ein Film drehen, meine Güte, das kostet alles richtig Geld. Also wenn man einen richtig guten Film drehen möchte, kostet das dann richtig gutes Geld. Und das Geld kommt ja nie wieder, man muss dann sagen, okay, komm, genauso wie die Figuren, ja. Man hat sich die Figuren besorgt als Inspiration und auch für diese Sendung eingekauft. Vater Emerson hat sich gefreut, dass er richtig viel Geld bekommen hat. Jetzt unterbreche ich wieder. Hallöchen! Hallo. Was darf sein? Ist okay! Als Großhändler habe ich natürlich, ich nicht Großhändler. Meine Großhändler, also als Händler habe ich Großhändler. Und die haben kaum noch Star Wars. Also mit Star Wars ist so eine Sache mit Einkaufen und so. Man kann halt, wie schon gesagt, bei Amazon einkaufen. Das könnt ihr aber selber, dann brauche ich das nicht. Für mich ist es nur reine Dekoration geworden. Es bleibt reine Dekoration. Und ich werde es auch weiterhin auf irgendeine Art nutzen. Auf irgendeine Art werde ich sicherlich irgendwie was Informatives daraus zaubern ab April, weil im Moment lohnt es sich wirklich nicht, über Star Wars zu sinnen. Ich mag es auch nicht, darüber zu sprechen. Hallöche, was darf es denn sein? Moin. Okay. So, heute hatte ich reichlich viel zu tun, habt ihr gemerkt, musste dort ausmachen. Ich hatte gerade angesetzt zum Reden, Sprechen und Fragen.
Ich wollte an sich nur fragen, warum seid ihr Star Wars Fans geworden? Wieso hält es halt so lange an? 42 Jahre Star Wars, und wenn ich wirklich ins Netz gehe und mir das Netz ansehe, die Großhändler haben so gut wie gar nichts mehr zum Anbieten, dass ich es einkaufen könnte, um es zu verkaufen. Bin also auch auf Amazon angewiesen, dort einzukaufen. Die Sideshow-Figuren kosten horrendes Geld. Ja? Okay. Im Englischen heißt es Workclips und hier sage ich Arbeitsclips. Während der Arbeit, so als Überbrückung, ich kann ja nicht ahnen, dass alle 30 oder Nanosekunden ein Kunde reinkommt. Manchmal bin ich der Meinung, dass es halt ein bisschen länger dauert. Ich sitze also hier in meiner sogenannten Star Wars Kulisse und habe da diese Dekoration Star Wars an den Wänden. Und einige, habe ich festgestellt, einige Figuren haben halt irgendwie einen Wert, wenn ich so bei Amazon reinschaue. So, deswegen frage ich jetzt noch einmal, auch wenn ich zwischendurch unterbrochen werde, warum seid ihr Star Wars Fans? Warum seid ihr immer noch Star Wars Fans? Am schönsten wäre natürlich gewesen, wenn man wirklich wüsste, wie alt ihr seid, weil die etwas Älteren reagieren nicht und Ältere schauen sich das auch gar nicht an. Star Wars Oldies, also das Projekt Star Wars Oldies, das klappt auf eine Art nicht, weil 50, 60, 70, 80-Jährige schauen sich kein YouTube an, beziehungsweise gehen nicht so ins Netz. Also die Verpflichtung im Netz zu sein, die gibt es überhaupt nicht und die funktioniert auch gar nicht und wird auch gar nicht gehandelt. Das ist also schon mal aufgefallen, das Ganze, dass das gar nicht so ist. Ja, wie gesagt, 15 bis 35, die haben ihre Helden da, die da auch, wie gesagt, zigtausende von Klicks erhalten. Müsst ihr auch selber durch, auch mit Artikel 13 müsst ihr selber durch. Ich schaue mir nicht mehr an, ich bleibe bei Sir Berners-Lee, der halt, wie gesagt, das ändern will. Ja. Kannst du hier... Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, okay. Also wie gesagt, also in Star Wars Version, also die Version für Star Wars passiert hier nichts. Also das ist reine Dekoration etc. pp. Irgendwie ist der Hauch auch irgendwie weg. Ich war auch gerade auf der Seite von Original Star Wars wieder. Die zeigen natürlich Resistance und so weiter. Also ich bleibe auch in meinem Alter Star Wars treu. Ich hoffe, dass ich Disney Plus irgendwann haben werde. Ich will hoffen, dass ich die Serie sehen kann. Hin und wieder lasse ich sie lange laufen, weil auch bei Netflix gestern 2-3 Folgen hintereinander gesehen, weil ich 2-3 Wochen halt nicht geguckt habe, weil pro Woche eine Folge dann lieber durchgehend, macht mehr Sinn, dann läuft das hintereinander. Zum Beispiel, ihr wisst schon, bei Netflix sind ja etliche Serien zu sehen, auch einige Star Wars, Han Solo zum Beispiel, Rogue One. Kann man bei Netflix gucken, aber wenn wir ehrlich sind, so toll sind die beiden Flops nicht. Also der eine super Flop da und obwohl Rogue One war gar nicht mal so schlecht. Also Rogue One hat mir wirklich gefallen, auch die Darsteller haben mir gefallen. So richtig anfreunden kann ich mich damit nicht, weil das ist, man ist halt auch nicht nur internetverseucht, man ist ja auch mittlerweile medienverseucht, weil in der Medienlandschaft alles so ein Einheitsbrei geworden ist, also nicht mehr so mit Höhen und Tiefen. Auf eine Art wird ja richtig jetzt Marvel zum Beispiel bei Walt Disney vermarktet, das geht ja richtig, aber ihr bringt mich da auf irgendwas, ich gehe jetzt mal eben auf Disney Plus, gibt's ja schon, aber ist halt noch nichts zu sehen. Wenn man bei Google Disney Plus eingibt, kommt man ja dann auf diesen sogenannten Shop Disney Day. Gehen wir mal hin, Shop Disney Day. Und dann kann man da rumklicken und dann kann man also auch schon mal so Marvel kann man da sehen, Frühlingssale, Frühlingsverkäufe steht hier und dann muss man ja auch wieder anklicken hier. Ach, Disney ist nur was für Kinder, das ist richtig. Im Herzen ist man halt noch Kind, aber man lässt es halt nicht so ausbrechen. Ja. Was ich jetzt da, ihr wisst genau, was man da jetzt sieht. Wenn man bei Walt Disney draufklickt hier, wisst ihr jetzt genau, was man sieht. Dumbo, Flying Elephant, Shop Disney, My Konto, Disney.de, Productions, Produkte. Schauen wir mal, ob ich da hinkomme, wo ich gerade hin wollte. Und zwar wollte ich ja gerade zu
Disney Plus, aber irgendwie hat das doch nicht hingehauen. Noch die Kinder gehen Dings da. Ja, es war es Topside Wookie, Star Wars für Kinder Wookie. Ja, der Wookie, den kann man kaufen, ja. Geht einfach mal drauf bei Disney. An sich muss man gar keine Sendung mehr machen. Geht aber Google euch durch, macht Google Fernseher auf, rauf und runter, links und rechts. Und dann seht ihr ja hier der sprechende Actionfigur Star Wars R2-D2 für 36 Euro. Kann man den da kaufen. Dann BB-A spricht auch interaktiv. Kostet auch nur 36 Euro. Also Disney. Ich bin kein Freund von Lego, muss ich eigentlich gestehen. Also ich halte mich da raus. Ich gebe mal da oben ein. Ja genau, ich gebe mal eben da Disney Plus ein. Vielleicht habe ich Glück, dass ich da endlich hinkomme. Ne, Disney Plus kommt da nicht klar mit, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß, dass es die Seite gibt. Aber ich will euch jetzt hier nicht eure Synapsen verschränken da. Die sind ja schon verschränkt genug. Ist da was? Ich cut. Ich wünsche dir einen tollen Abend. Macht's gut.